Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserem Jurassic World Nachbau. Es soll heute endlich weitergehen und ich habe geplant, einiges bei unserer Jurassic Lagoon zu ergänzen bzw. sogar umzubauen, denn es sind mittlerweile neue Mods rausgekommen, mit welchen man unter anderem das Mosasaurus Showbecken und auch den Main Plaza noch viel näher an den Film heranbringen kann. Und das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und habe dann direkt natürlich mit den Umbaumaßnahmen begonnen. Als erstes musste das alte Mosasaurus-Showbecken weichen und abgerissen werden. Und dann ging es auch schon an den Bau von dem neuen Mosasaurus-Showbecken. Dieses habe ich mit einer neuen Mod gebaut, welche rausgekommen ist. Diese bringt, glaube ich, 11 oder 12 neue Bauteile mit sich, welche alle passen zum Thema Mosasaurus-Showbecken sind, und diese sind wirklich super filmakkurat. Also damit kann man ein wirklich tolles Mosasaurus-Showbecken wie im Film nachbauen, und das Endergebnis werdet ihr auch in diesem Video dann sehen. Die Mod werde ich für euch unten in der Videobeschreibung verlinken, also falls ihr die auch mal ausprobieren wollt, schaut da gerne vorbei und baut eure eigene Mosasaurus-Show. Wie ihr sehen könnt, sind sogar so Bauteile wie dieser Haifieder in dem Set vorhanden, sogar mit Hai dran. Und sogar passende Mosasaurus-Statuen in verschiedenen Posen, unter anderem auch in dieser Pose, wo der Moser aus dem Wasser nach oben schnellt und nach dem Hai schnappt. Sogar die Dame, die vorne auf dem Steg steht und die Zuschauer mit Informationen über den Moser versorgt, ist in diesem Set vorhanden. Und weil die Tribünen noch so leer aussehen, gibt es sogar Zuschauer, die man platzieren kann. Die bewegen sich dann zwar nicht, aber ich finde, es sieht trotzdem richtig, richtig cool aus. Ist natürlich ein bisschen friemelig, die alle so einzeln zu platzieren, aber ich finde, am Ende lohnt sich der Aufwand. Ich habe natürlich, während ich das Ganze gebaut habe, immer Originalbilder aus dem Film auf dem zweiten Bildschirm offen gehabt, um möglichst nah dann am Ende am Original dran zu sein. Bei dem Terraforming hinter den Beobachtungsgalerien ist mir leider aufgefallen, dass das mit diesem Haifieder noch nicht ganz so gut funktioniert hat. Deshalb musste ich den nochmal ein bisschen umpositionieren und dann hat das Ganze dann auch besser funktioniert.
Und dann begann eine Menge Fleißarbeit, denn ich musste auch noch den Zaun im Wasser einmal komplett nachziehen, und zwar mit Einzelteilen, auch aus diesem Modpack, denn das war auch genau der Originalzaun, den man im Film sieht. Allerdings war das halt immer so kleine Stücke nur, die musste ich dann wirklich Stück für Stück selber ausrichten, drehen und dann auch platzieren. Und sogar für den Main Plaza gab es dann ein Bauteil, womit man vorne diesen Zaun dann nachstellen konnte. Dieses habe ich dann auch, so gut es geht, dort einmal entlang platziert.
Als nächstes habe ich mich dann mit einigen Deko-Objekten auf dem Main Plaza ausgetobt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass diese möglichst genauso wie im Film dort stehen, weil es gibt mittlerweile auch diese farbigen Schirme und diese kann man auch ganz gut auf den Screenshots aus dem Film erkennen. Ich habe dann sogar versucht, den Weg so geschlängelt zu machen, weil im Film ist er auch so zweifarbig und so ein bisschen geschwungen. Zu guter Letzt habe ich dann auch noch am Strand ein bisschen dekoriert, mit ein paar Sonnenschirmen und ein paar Stühlen.
Dann noch zwei mobile Imbestände. Anschließend habe ich dann noch ein wenig finales Terraforming gemacht. Und ich sage jetzt schon mal, falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und ihr seht jetzt noch zum Abschluss die finalen Bilder von meiner Jurassic World Lagoon und dem Mosasaurus Showbecken.